Servus Leute, was geht ab? Ich bin's euch, Shishamu. Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute geht's wieder um ein Tabak-Review. Ihr dürftet auf Instagram abstimmen, was für ein Tabak ich jetzt vorstellen soll. Ihr habt jeweils 4 Bilder zur Verfügung gehabt und pro Bild 2 Dosen oder halt 2 Tabaks. Und gewonnen hat der Mad Mouse Hippolimo. Ja, Mad Mouse ist ein neuer Hersteller. Ich habe da Shots und 2 Dosen zur Verfügung gestellt bekommen, ja. Ich glaube, dahinter steckt der liebe Ekrem. Danke Ekrem an dieser Stelle. Auf jeden Fall, Preise zu Mad Mouse habe ich jetzt keine. Wenn ich welche finde, tue ich sie unten in die Infobox reinschreiben. Ja, wie immer, immer reinschauen. Von Mad Mouse habe ich bis jetzt nur den Eisbomb Hardcore Glecci probiert. Und ich muss ehrlich sagen, der hat mich nicht überzeugt. Ich habe da einfach zu viel Grundtabak rausgeschmeckt. Ob es beim Hippolimo anders ist, werden wir jetzt herausfinden. Ja, ich habe da nur einen Shot zur Verfügung gehabt. Aber der Shot war großzügig. Danke dafür. Bevor wir zum Tabak-Review kommen, kommen wir erstmal zur Schnitt und Feuchtigkeit. Schnitt zeige ich euch jetzt mal an der Dose. Von Eisbonbon Hardcore Glecci. So heißt er, ja. Also ist ein grober Schnitt, ja. Tabak hat der Molasse gut aufgenommen. Hier ist er leicht hell. Aber ich muss ehrlich sagen, beim Hippolimo ist noch besser eingezogen, da ist es schön dunkel. Ich glaube, deswegen schmecke ich auch da den Grundtabak raus. Weil hier ist das Ganze dunkler, wie ihr seht. Hippolimo soll sein Lemon Juice, Orange Juice und Lime Juice. Also Limette, Orange und Zitrone. Kommen wir zum Setup, meine Freunde. Raumtuch heute meine Piranha, Dentcha, ein Web und Deep, 2 Narine Kohl. Das Ganze schön Vollkontakt gebaut, ja. Mit dem Calotte Lotus Plus. So, kommen wir mal zum Rauchen Geschmack. Und danach kommen wir zum Geruch. Rauchen tut das Ganze schon mal außerordentlich gut, ja. Natürlich in dem Setup raucht alles gut. Geruchlich nehme ich da auf jeden Fall als allererstes Mal eine krasse Zitronennote war. Viele meinen, der Tabak geht in Richtung Nimm 2. Finde ich jetzt in diesem Fall nicht. Riecht auch nicht wie Nimm 2. Sondern riecht einfach wie Zitrone. Die Orange riecht man auf jeden Fall auch raus. Und so ein Spritzer Limette, die jetzt nicht so dominant ist. Aber ich muss ehrlich sagen, die Zitronennote ist ein bisschen wie Klosteinmäßig so. Also kommen wir mal zum Geschmack. Beim Einziehen habt ihr erstmal was Saures, da zieht es euer Mundraum so ein bisschen zusammen, ja, ist krass. Es ist so, als würde man in eine Zitrone reinbeißen. Beim Ausatmen kommt dann diese Orangennote, ja, gepaart mit so einer leichten Klosteinzitrone. Also man schmeckt es nur ganz leicht raus, diese Klosteinzitrone. Und beim Ausatmen kommt dann echt wie auch beim Geruch so ein leichter Limettenschuss. Also wirklich nur so ein kleiner Schuss, so ein Spritzer Limette. Also das Ganze ist so ein Zitronenfruchttabak, ja. Schmeckt man hier auch definitiv raus. Die Kühle habe ich überhaupt nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, diese leichte Klosternote stört mich und das Ganze schmeckt überhaupt nicht nach Nimm 2. Ich weiß nicht, was ihr da für Vorstellungen habt. Die Leute, die sagen, dass es nach Nimm 2 schmeckt. Es schmeckt nicht nach Nimm 2, nein. Sondern einfach nach Zitrustabak. Aber ich muss ehrlich sagen, hier schmeckt die Grundnote nicht raus, den Grundtabak. Wie beim Eisbonbon Glätsche zum Beispiel, da schmeckt es extrem raus. Hier schmeckt man es nicht raus. Aber dennoch muss ich sagen, ist das Ganze nicht mein Ding, ja. Also, ihr könnt dem Momo Ruhrpott gerne mal schreiben, so heißt er auf Facebook. Der kann euch gerne mal Shots verkaufen, könnt ihr mal eure eigene Meinung dazu bilden, ja. Aber meins ist es nicht.
Und ich muss auch ehrlich sagen, der Eisbaum Gletscher ist auch nicht so meins. Den Hardcore habe ich noch nicht probiert. Werde ich auf jeden Fall probieren. Den feiern ja auch viele. Diesmal leider ein etwas negativer Review. Aber ich muss ehrlich sagen, Hitzefetikle hier sehr gut. Er zickt nicht, macht keine Probleme und das Ganze ist halt Geschmackssache. Meine Kaufempfehlung hat der Hippo Limo Juice nicht jetzt, um ehrlich zu sein. Es sind natürlich auch mal solche Tage, ja, wo Tabak mir nicht schmeckt. Aber ich stelle ihn trotzdem vor. Nicht, dass ihr denkt, hey Alter, bei dir schmeckt ja alles, weißt du? Aber ist jetzt nicht so der Fall, leider. So viel zum Review heute, Leute. So viel zum Review heute, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, könnt ihr mich unten abonnieren. Oben kommt ihr zum letzten Review, was ich geredet habe. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rauch und macht's gut. Peace.